Das wollen wir doch erstmal sehen. So, der Kollege hat hier mehrere Angriffspatterns. Einmal diesen. Aufpassen. Ja, das war nix. Es ist immer direkt hinterher zu fliegen. Das war nix. Die meiste Zeit fliegt er, wie ihr seht, hier zu hoch, als dass man ihn großartig treffen könnte. Das war ganz gut. Besiegt. Zumindest für den Moment. You do seem to possess the strength people have been talking about. I look forward to your next encounter. To our next encounter. So nett wie er ist, hinterlässt er uns aber eine Crest. You have found the Crest of Earth. With it you can morph into a G-Gargoyle and gain great speed and the strength to break stone statues. Genau. So, damit haben wir die erste Stage geschafft und hier sind wir jetzt auf der Weltkarte. Mit Start können wir die uns auch komplett angucken, wo wir jetzt hier entsprechend sind. Und wir sehen, die sind hier auch durchnummeriert. Es gibt hier auch ein paar mehr Häuser in der oberen Hälfte der Insel sozusagen. Und das Ganze hier ist natürlich über Mode 7 gelöst und hier mit Taste Y, wenn ich nicht so doof wäre, kann man dann entsprechend in die nächste Stage rein. Genau. So, ihr habt gesehen, das ist nicht die zweite Stage, sondern eigentlich die mit der 4 hier gewesen ist, aber ich wollte euch einfach ein bisschen was zeigen. Deswegen machen wir es jetzt mal nicht ganz so chronologisch. Den Stacheln hier muss man aufpassen. Sage ich und fliege in die Stacheln. Ja, das ist alles etwas gemein gelöst. Die hier können wir übrigens nicht kaputt machen und hier können wir uns auch nicht dran stellen. Die kann man mit einem bestimmten Crest später kaputt machen, diese Wände. Und das ist auch, was ich in der Moderation schon mal erzählt hatte, dass man zu den Stages später wieder zurück kann, wenn man andere Fähigkeiten erreicht hat, um hier andere Bereiche dann nochmal zu erforschen. Das hier finde ich auch ultra gut gemacht. Gegen die Kollegen können wir im Moment noch nichts tun, so haben wir gerade ein Leben verloren. Wir haben auch nur noch einen Energiepunkt. Das ist auch ein bisschen uncool. Jetzt haben wir Leben verloren. Und sagen mal Retry. Dann müssen wir leider die Stage nochmal machen. Ah, aber nicht die ganze Stage, okay. Es gibt hier übrigens auch Wind, der uns hier überzieht. Also das ist nicht nur so ein optisches Goodie. Das ist tatsächlich hier... Also ich habe das schon deutlich besser gespielt, liebe Leute. Wir sagen mal Retry. Eigentlich ist die Passage nicht so schwer. Ewig Zeit lassen hier, denn die Kollegen so, fliegen jetzt mal hier in diesen Wirbel rein und haben hier noch mal einen Encounter, den wir wahrscheinlich jetzt mit einem Energiepunkt nicht schaffen. Gucken wir mal. Genau.
der spätestens müsste jetzt auch seinen Flügel. Der schießt hier mit seinen Flügeln ab und zu mal. Ja, genau so. Sollte man möglichst auch nicht reinlaufen in die Flügeldinger. So sollte man das nicht machen. Also sagen wir nochmal Retry. Ja, das Gemeine ist, dass sie, wie gesagt, oft zu hoch fliegen, die Jungs. Man nicht mehr drankommt, so ohne weiteres. Ne? Zu spät gesprungen. Wobei man auch sagen muss, die brauchen schon viele Treffer hier, die Kollegen. Nix. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen andere Farben bekommen. Wenn er so ein bisschen zurückfliegt, fängt er an, kleine Dings zu machen. Dann sollte man gucken, dass man möglichst einfach da drunter läuft. Ja, gut, 2 Meter an der Wahl. Ja. Immerhin. Pff. Immerhin. Und zack. So. Volle Energie. Und jetzt können wir nämlich hier in diesen Turm rein. Das ist nämlich auch ein ganz cooler Level. Irgendwelche Gespenster. Nicht ganz so einfach. Okay, jetzt mal hier durch. Gehen wir hier ganz nach unten. Und hier hinten finden wir in der Höhle, in der letzten Statue, ein Talisman. Beziehungsweise den haben wir, glaube ich, vorher. Haben wir jetzt nicht. Also der Talisman, die Krone. Ich hatte es in der Moderation erzählt, ich habe das schon wieder vergessen, was es gewesen ist. Ach genau, die andere Crest Power könnten wir im Prinzip auch mal zeigen. Jetzt haben wir hier der G-Gargoyle, wie er ja hieß, und der kann hier mit seinem Feuer auf dem Boden das langschicken, das ist ganz cool. Und der kann hier rennen und damit Wände zerstören. Das ist auch auf jeden Fall sehr cool. Aber wir brauchen jetzt erstmal noch den hier. Und wir sehen hier oben jetzt im letzten Fensterchen die Krone. Haben wir entsprechend auch jetzt aktiviert. Noch eine zweite Schriftrolle sein, ne, die wir hier brauchen, entsprechend um da die Magien später aufzuschreiben. So, jetzt wird es ein bisschen tricky. Durch die Geisterkollegen, die hier kommen. Wenn man dann nämlich jetzt hier in so ein Pattern reinkommt, wo die genau ganz doof kommen,
Haben wir so auch geschafft. Sehr schön. So, ich glaube, wir kommen jetzt nochmal zu einem Encounter. Ja, genau. Nice to see you again, Firebrand. There shall be no mercy for you this time. So, das war schon mal gut. Wie gesagt, der Kollege braucht auch mega viele Treffer einfach. Schaffen. Ja, aber dann ist es halt blöd, weil wir können ihn auf keine Chance. Auf der Höhe kann man halt nichts machen. Da treffen wir ihn definitiv nicht. Einfach immer gucken, dass man nicht zu nah steht bei ihm. Jetzt könnten wir ihn zum Beispiel treffen. Er zieht halt auch immer zwei ab direkt, ne? Also das heißt, wir haben hier maximal drei Treffer zur Verfügung, bevor wir wieder mal das Zeitliche segnen. Ah ja, das war auch eine gemeine Aktion. Muss man eigentlich versuchen, direkt unten zu bleiben dann. Aber wir sagen nochmal retry. Das ist ja ganz fair, dass man hier relativ direkt vor dem Endboss immer wieder abgesetzt wird. Ja, das haben wir ja alles schon mal gelesen. Ach, da ist gar nichts mehr. Geht direkt los, okay. Na komm runter. Wir sind da auch inzwischen bei Treffer 18 oder 20 oder irgendwas, ne? Also, der braucht echt viel. Das gibt's nicht, echt. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie 22 Treffer schon gelandet, also, boah, ist halt auch so ein bisschen sehr langatmig der Kampf, ne? Eine Stage würde ich euch ganz gerne noch zeigen, gleich danach. Wenn man halt auch direkt zweimal vorbeischießt. Ja.
doof. Ja, er kommt dann immer so ein bisschen aufs Timing drauf an, dass man ihn auch nochmal treffen kann. Wenn er gerade aufhört zu blinken, bevor er dann wieder zu hoch fliegt. Jetzt kommt der Wirbelsturm wieder. Ja, komm, der wird ja getroffen da. Das gibt's nicht. Also einmal probiere ich es noch. Ansonsten zeige ich euch dann per Passwort entsprechend einfach, wie man hier voll ausgestattet hier durchkommen würde und was es hier noch so ein bisschen zu erleben gibt. Irgendwie soll das heute nicht sein, dass ich diesen Gegner besiege. Es soll echt nicht sein, Leute. Es soll nicht sein, liebe Leute. Keine Chance heute irgendwie. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich weiß, ich habe gesagt nur noch einmal, aber einmal probiere ich es trotzdem noch. Eigentlich ist der nicht so schwer. Fliegt halt auch diesen Pattern immer unterschiedlich, ne? Also manchmal total lang gezogen, manchmal total kurz. Das war auch knapp. Na komm, flieg doch nochmal. Kann ja nichts machen, so. Hallo, was war das denn jetzt? Ja, keine Chance. Also soll nicht sein heute. Wie gesagt, eigentlich ist der Gegner nicht ganz so schwer. Wir sagen jetzt einfach mal Ende. Hier bekommen wir unser Passwort, was wir jetzt aber nicht brauchen, denn wir möchten ja ein anderes Passwort mal eingeben. Weil danach wäre noch ein ziemlich cooles Stage gekommen mit so einem Kampf gegen so ein Auge am Ende. Das ist wirklich richtig cool. Wir sagen jetzt mal hier Continue und geben hier Passwort ein. Q und dreimal F. Dann machen wir KNRR. KNRR. Dann DDLR. DDLR. Und XGTQ. X, G, T, und ein Q.
und sagen Exit. Start. Oh, was ist falsch? Passwort? Hat es nicht gestimmt? Eigentlich müsste man hier schon... Oder? Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, ob man hier nochmal von vorne starten musste. Kann man nicht starten. Pause machen. Ich meine aber, dass man eigentlich auf der Oberwelt dann gestartet hätte. Dann relativ schnell hier am Anfang. Oh, ich dachte eben, jetzt ist er schon fertig gewesen. Jetzt ist er fertig. Okay, ein Mehr gebraucht noch. Wieder. So, ich mach das noch auf. So, wie ihr seht, es hat nicht funktioniert. Das war der falsche Cheat. Komisch. Schauen wir noch mal. Wahrscheinlich bin ich auf Exit anstatt auf Start gegangen eben. Kann das sein? Ich glaube ja. Man wird alt. Aber das schneide ich jetzt auch nicht raus. Es bleibt jetzt alles schön drin für die Nachwelt so erhalten. So, wir sagen Continue und geben nochmal unser Passwort ein. Ja, wahrscheinlich hätten wir auf End gehen sollen anstatt auf Exit. Ich glaube, den Fehler habe ich sogar schon mal gemacht. So, 3x F. Dann KNRR. KNRR. Dann DDLR. Mach ich nicht so. XGTQ. X. So, dann gehen wir hier auf End, nicht auf Exit. Und dann sind wir hier in der Oberwelt wieder und können ja einfach mal schauen, welche Stage wir hier mal anschauen. So schon mal nicht. So klappt es doch. So, ihr seht, wir haben viel Energie bekommen. Wir haben hier alle möglichen Fire Powers und alle möglichen Crest Powers, alle möglichen Talismänner. Ja. Genau, und schauen wir einfach mal, zeige ich euch einfach mal, was es hier noch für eine Möglichkeit gibt. Es gibt hier, wie gesagt, diesen Buster, mit dem kann man Steinwände kaputt machen. Dann haben wir hier den Wind sozusagen, damit kann man sich ein Treppchen bauen, das ist auch extrem cool. Dann gibt es hier den, wie heißt der?
Claw. Weiß ich gar nicht mehr, was der genau macht. Und ein Beats sozusagen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool. Und dann haben wir, wie gesagt, zusätzlich noch die Möglichkeit, hier die verschiedenen Quests zu machen. Hier den Ground Gargoyle hatte ich euch gezeigt. Den Aerial Gargoyle, den hätten wir gekriegt, wenn wir den letzten Endgegner besiegt hätten. Mit dem können wir hier mit der Taste A auch höher fliegen. Und zum Beispiel die Kollegen jetzt kaputt machen. Ja. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Dann haben wir hier den diesen Fisch sozusagen. Okay, bei dem ist wahrscheinlich die Crest am besten hier. So, weil der über den Boden schießen kann. So, dann haben wir noch den ultra geil aussieht einfach nur. Der Legendary Gargoyle. Und dann gibt es hier noch den Ultimate Gargoyle. Ich glaube, diese Stage habe ich noch nie vorher gespielt. Wenn ich mal ehrlich bin. Man sieht es, ne? So oft wie ich kaputt gehe. Und mit dem können wir jetzt zum Beispiel auch hier höher fliegen. Oh, schön. Endboss. Ich habe schon wieder so viel Energie verloren. ja, dann lassen wir den doch einfach mal. Ja, was ist denn mit Demon Fire? Dann haben wir aber. Achso, dann sind wir nur noch. Genau, der Ultimate Gargoyle vereint ja quasi mehr oder weniger alles hier in sich. So, bin mal gespannt, wen haben wir denn hier? Einiges aus hier dafür, dass wir den stärksten Schuss haben. Aber da haben wir besiegt. Ich würde den auch eben auch irgendwie kaputt machen, ne? So auf die altmodische Art und Weise. Sehr schön. So, falls wir jetzt hier nochmal rauskommen, aber ich glaube nicht, hätte ich euch ganz gerne noch die. Ne? Zum Beispiel mit dem. Der war's. Ich habe aber keine Antwort. Ultimate nehmen. Ich stelle mich aber auch wirklich an heute. Also es ist ja wirklich furchtbar, liebe Leute. Aber gut, ich denke, ihr habt gesehen, worum es hier entsprechend geht. Was wir jetzt natürlich nochmal machen könnten, ist ganz schnell, aber da haben wir keine, Goldmünze. Nee, das bringt gar nichts. Die ganzen Tränke, die man sich hier noch hätte besorgen können und die ganzen Zaubersprüche hier, die hätten wir entsprechend auch nochmal anschauen können. Aber wie gesagt, ich denke, ihr habt vom Spiel einen ganz guten Eindruck gekriegt. Ist auf jeden Fall extrem cool, macht mir super viel Spaß. Wie gesagt, das Original heute extrem teuer. Wer möchte und eine Switch hat, kann das auch über diesen Switch Online Pass kostenlos mitspielen. Oder wer einen 3DS hat, kann das noch bis zum März 2023 im Nintendo eShop für den 3DS auch käuflich da nochmal erwarten. Ne? Okay, dann wär's das für heute. Schreibt mir gerne mal, wie ihr das Spiel findet. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao.